herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Der Danny spielt das. Wir stehen hier mit unserem ICE in Hannover und ich würde einfach mal vorlesen, würde ich sagen. Hallo in Hannover, du übernimmst hier den ICE 788 auf dem Teilstück bis Hamburg Hauptbahnhof. Mit unterwegs halt in Celle, Uelzen, Lüneburg und Harburg. Öffne die Türen und rüste den Zug. Fertig auf. Planmäßige Abfahrt ist um 16.59 Uhr. Ja, und damit herzlich willkommen. Stammt tut dieses Szenario aus der Feder von Lucky Good und herzlichen Dank dafür und schöne Grüße. So, ich würde sagen, wir öffnen die Türen und rüsten unseren ICE1 hier erstmal auf. So. Zugbeeinflussung. So, was wir auf jeden Fall noch brauchen, die Lüfter. So. Da seht ihr es, Lucky Good. ICE 788 nach Hamburg, Altona. Die ist ja noch nicht los an diesem Nachmittag. Ah, da kommt gerade was reingefahren. Ein IC. Wunderschön. Ah, Sandwich. Nice. Schön, wunderschön. Da kommt noch eine S-Bahn reingefahren. Oh, IC hat Ausfahrt. Dann hören wir sie noch mal an. Noch hat er aber rot. Wir haben übrigens um 16.59 Uhr Ausfahrt, also auch jeden Moment. Der auf uns wartet. Möglich wär's. So, wir haben Ausfahrt. Türen sind geschlossen. Heißt, wir fahren aus. Haben aber gelb.
Oh, nächste Station Celle. Im Namen der Deutschen Bahn möchte ich alle in Hannover zugestiegenen Fahrgäste an Bord des ICE 788 nach Hamburg-Altona begrüßen. Unsere Fahrt in die Hansestadt dauert jetzt noch etwa anderthalb Stunden mit Halt in Celle, Uelzen, Lüneburg, Hamburg-Harburg und Hamburg Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Celle, voraussichtlich gegen 17.17 Uhr. Jetzt möchte ich noch auf unser Bordbistro in Wagen 8 hinweisen. Dort halten wir für Sie Snacks und Getränke bereit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserem Zug und eine angenehme Fahrt. Ja, es hört sich doch gut an. So, 110 dürfen wir. So haben wir das auch erledigt. Wir haben hier laufend gelbe Vorsignale, was auch immer das heißt. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man hier die ganze Zeit diese Außengeräusche hört. Zum Beispiel die Krähe oder irgendwelche Autos. Aber soll wohl so.
80. Auch selbst. Das hatte ich noch nie, 180. Ah, das Bistro. Da werden wir uns hier mal ein bisschen umsehen. Und wir dürfen 200. Wie gesagt, das ganze Szenario nennt sich ICE 788 nach Hamburg-Altona von Lucky God. Auf der Strecke Hamburg-Hannover Deluxe. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, diese Außengeräusche, dass man die so deutlich hört.
Also die Krähen hört man überdeutlich. Sind ja überall. So, Zelle kommt näher. Ja, schöner. 232. Sehr, sehr schönes Bauzug. Anderthalb Stunden, sagte unser Zugbegleiter, Zugchef, fahren wir jetzt bis Hamburg. Gibt sie nur in Hannover losgefahren. 6:30 sind wir in Hamburg. Schöner Lokzug, wunderschön. Verehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt, Celle. Im Namen der Deutschen Bahn möchte ich mich bei allen dort aussteigenden Fahrgästen für die Reise mit uns bedanken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine angenehme Weiterreise. Bitte steigen Sie in Celle in Fahrtrichtung rechts aus. Wunderschön. So, Celle 5 Kilometer noch. Wunderbar. So. Haben jetzt auf dem Timer 20 Minuten. Ja, 20 Minuten ungefähr gebraucht von Hannover nach Celle.
Wobei wir ja die Wartezeit in Hannover noch abziehen müssen. Wir haben ja in Hannover noch einige Zeit gewartet, bis wir abgefahren sind. Also würde jetzt mal 16, 17 Minuten haben wir ungefähr gebraucht. Von Hannover hier bis hierher nach Celle. Geht noch. Sehr viel 232er unterwegs hier. Ist schon der zweite oder dritte, der uns hier entgegenkommt. So. Ach shit. Komm, gib Gas. Da war ich ein wenig zu voreilig mit der Bremse. Wenn, dann wollen wir ja gescheit bremsen. Gescheit am Bahnsteig stehen. So, das dürfte aber genügen. Wunderbar. So, dann schauen wir uns hier mal ein wenig um. In Celle. Ah, sehr schön. Sehr viel Dieselpower im Moment. Das muss man wirklich sagen. Abfahrt ist hier 17:19. Nächste Station dann 15. Lüneburg, Harburg und Hamburg Hauptbahnhof. Der Himmel sieht irgendwie komisch aus. Aber naja. So, lösen die Bremse. Kriegen den Anruf vom Zugchef und schalten auf. Auf geht's. So, wir haben jetzt 25 auf dem Timer. Bin ich mal gespannt, wie lange wir jetzt bis Uelzen brauchen. Klein Südstedt, so so. So, 160.
Im Namen der Deutschen Bahn möchte ich alle in Celle zugestiegenen Fahrgäste an Bord des ICE 788 nach Hamburg-Altona begrüßen. Auf dem Weg in die Hansestadt hält unser Zug in Uelzen, Lüneburg, Hamburg-Harburg und Hamburg Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Uelzen, das voraussichtlich gegen 17.40 Uhr. Verehrte Fahrgäste, noch der Hinweis, wir reisen mit Bordrestaurant, also sollten Sie Lust auf Snacks und Getränke bekommen, Sie finden das Bordrestaurant in Wagen 8 unseres Zuges. Sollte es Probleme geben oder Sie Fragen haben, das gesamte Bordteam hilft gerne weiter. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, eine sehr, sehr schöne Ansage. Genau solche Ansagen wünscht man sich. Deutlich, verständlich, informativ. So, da kommen uns die gelben Vorsignale wieder entgegen. Aber alles kein Problem, Gott sei Dank. Die Krähen begleiten uns weiterhin. So, dann haben wir unsere 200 auch erreicht. Scheint wieder sehr, sehr Güterzug befahren zu sein, die ganze Strecke hier. Personenverkehr ist hier leider im Moment noch relativ überschaubar, wenn ich das mal so sagen darf. Bis auf den einen IC in Hannover habe ich noch nichts weiter an Personenverkehr gesehen hier. Also bisher war alles nur Güterzug. Ich hoffe doch, das ändert sich noch. Lieber Lucky Gott. Leider ist der Himmel sehr, sehr dunkel, also schade eigentlich, dass das so dunkel gehalten wird.
So, wir haben jetzt gut 5 Minuten um. Und Uelzen ist auch gut 35 Kilometer entfernt. Also dieses Gekrähe ist der Hammer. Ich denke, ich werde nur bis Lüneburg fahren und dann im nächsten Video dann von dort aus nach Hamburg, weil es wird sonst einfach zu lange. Hören wir uns mal ein bisschen die Vögel an. Ist auch mal schön. Vorsignale, aber kein Thema. Metronom. So, nach 8 Minuten laut ETA sollen wir in Uelzen sein. So, vielleicht kann ich euch ja mal so ein bisschen die erste Klasse zeigen, wie sich das hier machen lässt. Normalerweise ist der ja voll begehbar. Die Abteile.
etwas schwer. Lässt sich leider gerade nicht so arrangieren. Dann machen wir es gleich in Uelzen. So, 10 Kilometer noch bis Klein-Südstedt. Dann hören wir auch schon wieder die nächste Ansage für Uelzen. Es wird immer dunkler. Der Himmel sieht irgendwie auch bedrohlich aus, bedrohlich grau. Sonne, kein blauer Himmel, einfach nur grau. So, gelbe Vorsignale. Aber ich kann euch sagen, das Reisen im ICE 1 erste Klasse ist sehr angenehm, wunderschön. Also, man kann sich nicht beschweren. ICE fahren ist sowieso immer schön. Also, mal gucken hier. Ist noch nichts Verdächtiges. Eben ganz kurz schauen. Minimal. Voll. Minimal. So, jetzt wollte ich. Machen wir mal ein bisschen heller. Sieht schon alles ganz anders aus. Nicht mehr ganz so dunkel. So, da hätten wir Uelzen auch gleich erreicht. Wunderbar. Also meiner Meinung nach könnte es hier noch ein wenig mehr geben, vor allem im Personenzugverkehr. Wieder Güterzug, aber sicher. Jetzt haben wir ja nur diesen einen ICE gesehen in Hannover und uns kam ein ICE 1 entgegen. Mehr war da noch nicht am Personenverkehr. Leider, das muss man wirklich sagen. So, Klein-Südstedt. Verehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt, Uelzen. Wir möchten uns von allen dort aussteigenden Fahrgästen verabschieden. Wiedersehen und vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Der Ausstieg in Uelzen befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Wunderbar.
Hier steht jede Menge Personenverkehr rum, in Form von Metronom. Zwei Stück. Lauter abgestellte Metronoms. Wunderbar. Ob wir hier ganz reinpassen, das sind meine Zweifel. Viel verläuten hier die Glocken der Kirche. Zippern. Naja, man hört ja sowieso so einiges von außen während der ganzen Fahrt. So. Wunderbar, genau so muss es sein. Wo hier die Kirche ist, über die ganze Zeit. Was ist das denn? Sieht nach einer Firma aus. Wo ist die Kirche? Über die ganze Zeit, aber ist die kleine. Also wenn ihr eine Kirche seht, sagt Bescheid, ja. Wenn ich hier hingehe, geht es ja das Läuten ja weg. Also das heißt, ich entferne mich. Das sind doch alles Häuser, das ist doch keine Kirche hierbei. Ich gehe zwar nicht oft in die Kirche, aber wie eine aussieht, weiß ich schon noch. Hier wird's immer laut. Das ist doch keine Kirche, bitteschön. Finden Sie immer das hier eventuell? Nein. Auch nicht. Auch keine Kirche. Immer. Ich weiß. Ich finde die Kirche nicht. Kannst leider nicht deuten, wo es herkommt. Das hört sich auch komisch an. Naja. Ach ja, ich wollte ja wegen der ersten Klasse. Da kommt ein IC an, wunderschön. Schauen wir mal, ich glaube, die war mehr hier hin. Die ist zweite Klasse, dann ist die doch vorne. Die doch hier vorne, genau. Wie sind die Abteile? War ich nicht drin? Bei ihrem Großraumabteil. Ihr seht, das sind hier an so einem Vierer? Nee, gar nicht. Das auf so einem Einzelplatz. Haben Sie den auch? Genau, hier saß. Zum Einzelstuhl, beziehungsweise Sitz. Erste Klasse mit Tisch, man so runterklappen konnte. Und praktisch hatte man dann hier an dem Sitz hier, an dem Vordersitz, den Tisch, den konnte man schön runterklappen. Könnte da seine Getränke und so weiter draufstellen, die man sich vom Bordbistro hat kommen lassen. Da war hier zwischen, hier unten war dann die Steckdose so.
Hintergrund einige schön sitzen. Ordentlich Beinfreiheit. Genießen und entspannen. Also es war eine sehr, sehr schöne Fahrt. Das Bordbistro war dann auch nicht weit. Eine sehr, sehr schöne Fahrt. So, wir haben Ausfahrt. Nächste Station, Lüneburg. Auf geht's. So, die IC ist auch mittlerweile weggefahren. So, wir haben jetzt eine gute. Boah. Wie viele Stunden bis Lüneburg? 34 Kilometer, das geht ja noch. Auf dem Timer haben wir jetzt 50 Minuten. Ich denke mal, dass wir ungefähr eine Stunde insgesamt jetzt unterwegs sind bis Lüneburg von Hannover aus. Im Namen der Deutschen Bahn möchte ich alle in Uelzen zugestiegenen Fahrgäste an Bord des ICE 788 nach Hamburg-Altona begrüßen. Über Lüneburg, Hamburg, Harburg und Hamburg Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Lüneburg, das voraussichtlich gegen 17.56 Uhr. Werte Fahrgäste, wir reisen mit Bordbistro. In Wagen 8 unseres Zuges halten wir für Sie Snacks und Getränke bereit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Sollten Sie Fragen haben oder es Probleme geben, bitte sprechen Sie uns an. Das Bordteam hilft Ihnen gerne weiter. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Aufenthalt in unserem Zug und eine angenehme Fahrt. Also die Ansage ist wirklich wunderbar. Da hat Lucky Gott sich wirklich was einfallen lassen, muss ich wirklich sagen. Ganz großes Kompliment an dieser Stelle. Sehr, sehr schöne Ansagen. Und dafür hat er wahrscheinlich ein bisschen am KI-Verkehr gespart. Zumindest am Personen-KI-Verkehr. Wobei, es wird ja jetzt mittlerweile auch besser. Also es kam schon C wieder entgegen. Die Metronomen sind sowieso allgegenwärtig. Also, ich denke, es wird besser. Wie gesagt, in Lüneburg wird das Video dann, ich denke, gesplittet. Bin mir aber noch nicht sicher. Lüneburg, wie weit ist es dann noch bis Harburg? Leider kann ich das jetzt gar nicht sehen. A67, da sind es nochmal gut 30. Weiß es nicht. Ob ich es durchziehe oder splitte, ich muss spontan entscheiden. Güterzug, Güterzug, Güterzug.
Güterzug ist hier sehr vertreten, muss man schon mal sagen. Übrigens, wenn ihr mal Lust habt, dass ich andere Simulatoren auf meinem Kanal präsentiere, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt eure Wünsche da rein und ich werde schauen, was ich da machen kann. Wenn ihr irgendwelche anderen Simulatoren kennt, die ich mal auf meinem YouTube-Kanal präsentieren soll, schreibt es gerne in die Kommentare. So, noch 14 Kilometer bis Deutsch-Ewern. Die Sonne kommt raus, man glaubt es kaum. Wunderschön. Endlich. Es geschehen auch Zeichen und Wunder. Warum fahre ich eigentlich nur 280 und nicht 200? Warum sagt ihr mir das denn nicht? Ach, die Sonne, das hält das Spiel ja gleich richtig auf, beziehungsweise das Szenario. Was mich aber noch interessieren würde, warum eigentlich ich die ganze Zeit gelbe Vorsignale habe, also so zwischendurch, weil das ist jetzt schon öfters vorgekommen, in der gesamten Strecke bis jetzt.
Ja, Lüneburg ist auch gleich soweit. Harburg sind dann noch. Ach. Könnte ich eigentlich auch durchziehen. Viel länger ist das auch nicht bis Hamburg. Na, wo bleibt der, unser freundlicher Zugchef? Verehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt, Lüneburg. Wir möchten uns von allen dort aussteigenden Fahrgästen verabschieden. Auf Wiedersehen und vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Der Ausstieg in Lüneburg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ich wollte schon sagen, nicht, dass er seinen Einsatz verpasst. Ah, steht endlich mal Diesel in Form von 218. Wunderbar. Die Russenbombe hatten wir ja schon des Öfteren. Jetzt hatten wir auch mal einen Deutschen. Ei, das wollte ich doch nicht. Da habe ich einmal zu viel gedrückt. Na komm, ein bisschen müssen wir noch. Einmal zu viel nach hinten gezogen, den Hebel. Der fährt durch. Zack. Oder der bremst sehr stark. Ah, der fährt doch nicht durch. Ich habe übrigens den Soundmod von Linus für die 101 und ich muss sagen, die hört sich richtig toll an. Und für die IC-Wagen auch gleich mitgenommen. Vielleicht hören wir ihn ja noch abfahren, bevor wir abfahren. Übrigens, ich speichere hier mal vorsichtshalber ab.
Sicher ist sicher. So, jetzt haben wir erstmal Ausfahrt. Heißt. Ach, wird er wieder seine Macke. Jetzt aber. So, bleiben wir derweil noch ein wenig hier. Vielleicht hören wir ja noch abfahren. Das wäre doch schön. Aber es scheint das Glück, dass wir das Glück nicht haben. Über längeren Aufenthalt. Naja, kann man nichts machen. Nächste Station, Hamburg-Harburg. Ankunft ca. 18.11 Uhr. Im Namen der Deutschen Bahn möchte ich alle in Lüneburg zugestiegenen Fahrgäste an Bord des ICE 788 nach Hamburg-Altona begrüßen. Über Hamburg-Harburg und Hamburg Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Hamburg-Harburg, das voraussichtlich gegen 18.17 Uhr. Verehrte Fahrgäste, wir reisen mit Bordbistro in Wagen 8 unseres Zuges. Halten wir für Sie Snacks und Getränke bereit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserem Zug und eine angenehme Fahrt. Ja, das wünsche ich mir natürlich auch. Wir erhöhen hier gleich mal auf 200. Hier mal ein kleiner Sound zwischendurch von einem Radexpress. IRE3 Radexpress Südbahn. Wunderschön.
So, Hamburg ist dann auch nicht mehr weit. Die Sonne ist leider wieder etwas verschluckt worden von den Wolken. Aber schön, dass sie überhaupt mal da war. So, im Moment scheinen wir grüne Welle zu haben. Also das mit dem gelben Vorsignal ist anscheinend erstmal für oben. So wie ich das sehe. Ich hoffe ja, ihr alle habt heute einen wunderschönen Vatertag. An alle Väter da draußen. Ich zähle mich ja dazu seit 4 Jahren. Und ja. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Feiertag, konntet ihn genießen. Vielleicht habt ihr ja sogar langes Wochenende. Und, ja, mein Gruß geht an alle Väter raus. Habt einen wunderschönen Tag. Und genießt ihn, ihr habt ihn verdient. So, Meckelfeld wird dann der nächste Punkt für die Ansage für Harburg sein. Gut 15 Kilometer. Dieses AFB ist wirklich sehr, sehr chillig. Natürlich mit PZB, LZB wäre es natürlich noch chilliger, aber ich muss das mit dem PZB nochmal mir ordentlich reinpfeffern, mir mehrere Tutorials ansehen und damit ich das auch mal endlich in die Birne kriege. Weil ich möchte schon gerne mit PZB, LZB, SIFA, AFB fahren. Wobei mit AFB und SIFA könnte ich ja fahren. Aber PZB, ja, es ist noch so eine Sache bei mir. Da sind andere schon viel bewanderter drin. Und diese Krähen verfolgen uns von Hannover bis Hamburg. Der Hammer. Ich weiß nicht, ob sich Lucky God das extra so ausgedacht hat oder ob das nur so ein kleiner Nebeneffekt ist. Müsste ich ihn mal fragen. Ist auf jeden Fall ein schönes, hübsches Goodie, muss ich echt mal sagen. Hatte ich so auch noch nicht. So, 1:15 haben wir gleich auf dem Timer. So 1:30, das wird wohl passen, was uns davor am Anfang des Szenarios angesagt wurde.
Also ich muss hier dauernd Freigabe aktivieren, weil sonst wird das jedes Mal über rote Signal fahren. Das wären dann jedes Mal Fehler. Deswegen hier jedes Mal Tab drücken. Ein bisschen nervig ist, muss ich ehrlich sagen. Es dürfte Maschen sein, links. Oder? Ja, das ist Maschen, ganz eindeutig. Der größte Rangierbahnhof Deutschlands. Wahnsinn. Maschen, Maschen, Maschen. Riesengroß. Hier geht es auch noch weiter. So, Meckelfeld. Das heißt, Hamburg-Hamburg ist nicht mehr weit. Verehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Hamburg-Harburg. Dort erreichen Sie alle Anschlusszüge pünktlich. Wir möchten uns von allen in Hamburg-Harburg aussteigenden Fahrgästen verabschieden. Ei, 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 Auf Wiedersehen und vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Der Ausstieg in Hamburg-Harburg befindet sich in Fahrtrichtung links. So, willkommen in Hamburg-Harburg. Wunderschön. Öffne die Türen zum vorletzten Mal. Wir sagen, kleines Foto ist das allemal wert hier. Zack. Metronom und ICE1. Was ein Bild. Mal gespannt, wer das Rennen gleich macht.
So, viel los ist hier gerade anscheinend gerade nicht. Schauen wir uns mal hier oben auf der Brücke. Denkt man so gar nicht, aber Harburg ist auch ein sehr großer Bahnhof. Also wenn man das hier so sieht, hier gehen ja noch, hier sind ja noch jede Menge Gleise und sieht immer so aus, als ob das nur die drei, vier Gleise sind, die da vorne sind. Aber das ist hier auch noch der ganze Bereich. Also hier fahren zum Beispiel die Güterzüge. Kommt uns gerade einer entgegen. Oh, wunderschön. Ah, der stoppt. Wenn auch nur kurz. Der Kollege Roth. Nö, der stoppt einfach so. 185 517-0 von A Air for C. Ist das ein R? Das ist ein A. Das ist ein R, ne? Ich denke schon. Ich glaube schon. Ja, Rail for Cham. Wunderbar. Sehr, sehr schöne Lok. Machen wir da auch mal glatt ein Foto von. So, hat er doch erledigt. Widmen wir uns wieder unseren Zug. Was ist da hinten eigentlich? Blitzableiter oder was? Ist das für Flugzeuge? Wird die da nicht gegenfliegen? Ein sehr schönes Gebäude. Sehr schöne Glasfassade. So. Ja, bin Ausfahrt um 18:19. Das haben wir gleich erreicht. Dann geht's los, 11 Kilometer bis Hamburg Hauptbahnhof. Stimmt. Haben jetzt auf dem Timer 1:25. Das heißt, mit Standzeit und allem drum und dran wird es sich wohl so um 1:35, 1:40 einpendeln. Die ganze Zeit. So, reine Fahrzeit würde 1,5 Stunden würde schon passen, würde ich sagen. Ungefähr. Wobei wir in Harburg hier auch stehen, finde ich, den längsten Aufenthalt haben des ganzen Szenarios. Wir waren noch relativ früh hier, wir waren schon um 12 hier, wenn wir es um 19 Ausfahrt haben. Klar, das dauert natürlich. Nichtsdestotrotz haben wir es jetzt gleich geschafft. An Bahnsteig 1, bitte einsteigen, Ihr ICE 788 nach Hamburg-Altona.
Vorsicht beim am Bahnsteig. Vorsicht beim Verlassen des Zuges, die Türen schließen selbstständig. So, auf geht's. Nächste Station, Hamburg Hauptbahnhof. Also der Metronom bleibt wohl noch länger stehen. Schade, ich dachte, es gibt ein schönes Rennen. Parallelfahrt, das wäre doch jetzt nice. Aber vielleicht fährt er ja noch los. Machen wir überhaupt schon grün? Ja. Metall, gut. Im Namen der Deutschen Bahn möchte ich alle in Hamburg-Harburg zugestiegenen Fahrgäste an Bord des ICE 788 nach Hamburg-Altona begrüßen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserem Zug und eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt ist schon in wenigen Minuten Hamburg Hauptbahnhof. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle schon bei allen dort aussteigenden Fahrgästen verabschieden. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn und auf Wiedersehen. Bitte steigen Sie in Hamburg Hauptbahnhof in Fahrtrichtung links aus. Upsala, da war ich etwas fix. Upsala. So, die letzten 9 Kilometer, 9,5, dann haben wir's. Das Gekrähe hört nicht auf. Es wird uns bis zum Ende begleiten. Jede Menge Güterzüge auf diesem Weg. Jede Menge.
So, gleich 80. Müssen wir doch eigentlich gleich noch in die Kurve fahren, in die Linkskurve, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, da steht ein wunderschönes Schiff. Ist das ein Schiff, ne? Ja, geil. Mega. Riesengroßer Pott. Hammer. Sag doch, da ist die Linkskurve. Wunderbar. Einfahrt in den Hamburger Hauptbahnhof. Halt doch mal die Gosch, du olle Krähe. Aber ratet mir bitte eins. Warum ist in TS der Hamburger Hauptbahnhof ein Kopfbahnhof? Weil in Real ist er kein Kopfbahnhof, das weiß ich. Kann mir das irgendjemand erklären? Wäre ich sehr, sehr dankbar für. Schreibt es einfach in die Kommentare rein. Teilt. Kommt es doch tatsächlich mal ein ICE3 entgegen, beziehungsweise es steht da. Der Wahnsinn. So, Ankunft im Hamburger Hauptbahnhof. Wunderbar. Ich glaube, der wird nicht ganz reinpassen. Der wird nicht ganz reinpassen. Besser so als rotes Signal überfahren. So. Das war's mit diesem Szenario. Möchte ich aber gerne noch. Geht der noch? Möchte ich gerne mal eben hören. Der klingt. Da habe ich nämlich auch einen Soundmod drin.
So, hier ist also der Hamburger Hauptbahnhof und muss ganz ehrlich sagen, hier oben auch sehr schön. Da kann man schön so runter gucken und filmen. Und ja, ich war dann hier an der anderen Seite. Hier war ich dann hier so gefilmt, genau an dieser Stelle. Hier habe ich gespottet. Also, es war wunderschön. Eine sehr schöne Zeit gewesen in Hamburg und ja. Nun denn, hier endet das Szenario. Beste Grüße, Lucky Gott, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer, der Danny spielt das. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye. Euer, der Danny spielt das.